Hallöchen, ihr da draußen und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich reagiere mal wieder auf Need to Know. Wer hätte es gerechnet, nachdem die letzten beiden Videos gestern mir übertrieben gefallen haben. Also ich muss sagen, ich finde es richtig lustig. Und mal gucken, vielleicht kommt heute noch ein Video, vielleicht aber auch nicht. Aber das werden wir sehen. Und ja, let's go. Okay, let's go. Neu mit Trinköffnung. Oha, der hat einfach eine Trinköffnung, Alter. Hm? Schaut euch diese Trinköffnung. Ja, heute packen wir Fanpakete aus, die 7 Monate alt sind. Oh. Die stehen schon seit 7 Monaten okay. In meinem Zimmer und ich muss schon ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, muss ich fast kotzen. Also ihr könnt es nicht riechen, aber die... Das stinkt extrem. Also, das stinkt. Eins von diesen Paketen ist kein Fanpaket. Ich hab mir auch einen Koffer ersteigert. Den machen wir später auf. Da ich sehr davon ausgehen werde, dass in diesem Video wieder was kaputt gehen wird, ob das jetzt eine verbrannte Badewanne ist oder mein Haus abfackelt, möchte ich mich schon mal finanziell absichern. Und zwar mit Schub. Schub ist das größte deutsche Cashback-Portal. Das heißt, wenn ihr über Schub bei einem von 2000 Partnern etwas einkauft, kriegt ihr Geld zurück. Es ist ganz simpel. Okay. Ihr müsst euch nur registrieren, dann auf einem Shop gehen, wo ihr etwas kaufen möchtet. Hier zum Beispiel bei Lieferando bekommt ihr 4% von eurer Bestellung zurück. Klickt auf Cashback aktivieren und könnt wie gewohnt etwas bestellen. Es ist nichts anders, außer, dass ihr Geld zurückbekommt. Was hat er mir einfach ein Metallstück geschenkt? Was ist das, Mann? Ich habe jetzt was für 14 Euro bei Lieferando bestellt und bekomme 56 Cent zurück. Schub finanziert sich einzig und allein davon, dass sie eine kleine Vermittlungsprovision von den Partnern erhält. Das heißt, es gibt keinen Datenhandel, ihr müsst nicht eure Kontodaten angeben oder irgend so eine schäbige Kacke. Es ist alles legitim und fair. Und wenn ihr euch über meinen Link in der Beschreibung registriert, bekommt ihr gratis 10 Euro geschenkt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist über Schub einen Einkauf tätigen mit einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Das heißt, ihr könnt etwas für 10 Euro bestellen, bekommt dann 10 Euro zurück. Und die Bestellung ist praktisch gesehen gratis. Fangen wir jetzt wirklich an mit dem Video. Okay, dann packen wir mal das erste Fanpaket aus. Das ist von Reichard Hartweg. Ah, nee, das ist seine Adresse. Aha, sehr cool. Wir haben hier einmal... Wow, darüber freut man sich auch. Ein Messer. Vielen lieben Dank, Reichert. Das hat mich sehr gefreut. Als Ersatz habe ich dieses Paket hier. Das Paket ist eigentlich vom Haufen hier, von Kack- und Bombenhaufen. Ich habe eigentlich voll vergessen, warum dieses Paket auf dem Kackhaufen war. Okay, wir gucken mal rein. So, wir haben hier einmal zuerst einen Brief. Bin ich mal gespannt. Hey Elias, ich bin Jenny, bin 15 Jahre alt. Deine Videos haben mich echt immer zum Lachen gebracht. Vor allem in der Zeit, in der ich am meisten gemobbt wurde durch dich. Wurde ich noch mehr gemobbt. Wir haben hier sehr coole Schokolade. Alter. Das schmeckt tatsächlich ziemlich gut, obwohl es 7 Monate alt ist. Eistee. Okay, die Schokolade hat 7 Monate gehalten, aber das hier nicht. So, dann haben wir einmal noch M&M's. Hier steht drauf, hoffe, du hast eine Nussallergie. Oha, wir haben hier einmal eine, keine Ahnung, was das sein soll. Irgendein Plüschtier oder so. Was ist hier drin, Alter? Was ist das? Mach mal auf hier. Was da jetzt drin? Oh. Ich glaube, das hat so gestunken. So, wir haben einmal eine. Oh nicht, mein Gott, wer schickt denn sowas? Ja, wow! Wie das leider aussieht. Bin ich steril. Dann haben wir noch ein Dings für ein romantisches Watt. Schmeckt tatsächlich sehr salzig, aber schmeckt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da. Oh. Schmeckt Seife schon immer so gut. So, dann haben wir einmal ein Ingwer-Shot. Okay. Das war auf. Ich habe da irgendwas getrunken, was kein Ingwer-Shot war. Okay. Ich würde das sehr gerne essen, aber ich weiß, dass es giftig ist, deswegen tue ich das nicht. Ja, ich hab auch einen Lippenstift. Auf die Haare. So, dann habe ich noch. Der kann doch nicht alles fressen, was da drin ist, Alter. Das ist WC-Duftstein. Das kann ich sogar gebrauchen, weil ich muss gleich richtig hart scheißen. Was mache ich? Okay, das wollte jetzt keiner wissen. Wie geht das? Ich dachte jetzt, er frisst das auch noch. Und dann haben wir noch einmal einen Kaffee mit einem Sieb. Nein! Oh nee!
Vielen lieben Dank für den Kaffee, hat sehr geschmeckt. Ein Bild von Kevin. Und was ist das? Isana Dekolleté Serum? Ja, das braucht er auf jeden Fall. Oh, nee. Schmeckt aber nicht so gut. Wir haben eine Klingel. Da war es das auch schon. Dankeschön an Need to Know Edits für das schöne erste Paket. Ach ja, und um das Video noch ekliger zu machen, habe ich mir zusätzlich noch fremde Reisekoffer ersteigert. Hier ist noch der andere Koffer. Die machen wir gleich auf. So, und jetzt räume ich erstmal auf. Oh, nee. Oh, komm. Okay, wir haben jetzt 2 Tage später, weil mir nach dem Paket echt übel wurde. Ich glaube, der Eistee war wirklich abgelaufen. Und ja, und lass mal das Dekolleté saugen, was du gefressen hast. Der geht nicht ab, Mann. Naja, wie dem auch sei, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Dieses wunderschöne Paket hier. Oh, nee, hör auf, alles zu essen. Okay, das schmeckt echt nicht so geil. Wofür ist das überhaupt? Was ist das? Für Brust, Dekolleté und Oberarme. Boah, ich glaube, einem wird schon schlecht daran, wenn man dran denkt, dass der das einfach alles gegessen hat, ey. Oh. So, es sind wieder 2 Tage vergangen. Beim ersten Mal war das nur ein Scherz, aber ich bin jetzt dieses Mal wirklich krank geworden. Ach, nee. Das Edel vom Paket vom eben hatte auf einem Brief ihre Nummer dabei gepackt. Ich rufe die einfach mal an, gucken, was sie sagt. Oh. Hallo? Hier ist Need to Know, dort ist deine Nummer auf diesem Brief geschrieben. Ich hab dein Dekolleté-Serum gegessen. Nein! Nein, das kannst du doch nicht sagen! Oh, die freut sich so mega doll. Also, oh mein Gott, du hast mich ja wirklich angerufen und er einfach so random. Ich hab dein Dekolleté-Serum gegessen. Oh Gott. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Dieses Paket sieht echt gut aus. Hier sind alle Insider von meinem Video drauf. Einmal eine Katze. Ja, das war ja klar, aber trotzdem sah es eklig aus. Das sieht echt gut aus. Das werde ich ausnahmsweise mal nicht verbrennen. Wir haben hier einmal. Oh, Socken! No, ja, wieder über die gebraucht. Dann haben wir noch eine zensierte Banane, glaube ich. Das habe ich noch gar nicht. Dann haben wir noch einmal, keine Ahnung, was das hier sein soll. Gustavs Cat Dreams für ein richtiges Leben als Katze. Was hat die mir hier für Furry-Dinger geschickt? Anscheinend soll ich jetzt eine Mandarine zum Furry machen. Das kann ich sehr gerne machen. Ey, das ist schon echt ziemlich cool. Warte, ich muss noch ein Gesicht zeichnen. Haben Katzen Nasen? Hier einmal eine Katze. Das sieht dann perfekt aus. Oha! Einfach meine Lieblingsserie. Oha, wie gut. Oha, wie schön. Das werde ich nicht kaputt machen, Mann. Es können auch wow, das dabei sein. Es muss keine verschimmelte Mandarine sein. Keine Ahnung, was das sein soll. Das riecht gut. Ich glaube, das sind Blumen oder so. Und ja, wusste ich doch, dass er das schon ist. Ja, das sind Blumen. Und das daneben, was ist das? Was ist das? Das kann man aber nicht essen. Nee. Was ist das? Lavendel und Nelke. Lavendel hat noch gut geschmeckt, aber die Nelke... Okay, machen wir direkt weiter. Ich habe gerade Bock auf ein... Koffer! Also, wie gesagt, das hier sind verlorene Koffer, die monatelang bei der Deutschen Bahn standen, aber nie abgeholt wurden. Ich habe mir die legal für 350 Euro gekauft. Kann man das wirklich? Also, meckert jetzt nicht rum, wenn aus Versehen hier irgendetwas kaputt geht, weil ich bin der legale Besitzer hiervon. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Wer hat denn hier seinen Koffer vergessen? Also, wir haben hier einmal Schuhe. Oh, die sehen cool aus. Die sind ein bisschen eng, aber... Sollten gehen. Dann haben wir noch einmal eine Tasche. Oha, die sieht voll cool aus. Eine. Einfach ein Spielzeug, einfach ein Ei. Das ist nicht ausgepackt, das ist noch neu. Das ist na cool. Ja. Er freut sich über ein Ei. Wie geht das auf? Wie geht das auf? Was mache ich mir mit? Das ist einfach nur ein Plastikei. Na gut, wenn du es so haben möchtest. Nein, sag jetzt nicht. Och, er holt den Hammer, ne? Da ist irgendwas drin, ich schwör's euch, da ist irgendwas drin. Da ist nichts drin. Oh. Ich glaube, da ist jetzt noch ein Tisch. Wir haben hier einmal Bruno Banani
Parfüm? Oh, das, die Puppe. Wir haben hier dann noch eine Puppe. Die werde ich ausnahmsweise nicht kaputt machen, weil ich dann wahrscheinlich ein Kind zum Weinen bringen werde. Ausnahmsweise. Wir haben noch in den Tisch. Das wirklich noch. Die passen. Ich kann das sogar gebrauchen. Ein Haarband. Oh, ja, sieht gut aus. Eine Sonnenbrille. Noch eine Sonnenbrille. Noch eine Sonnenbrille. Ich kann gar nichts mehr sehen. Das hier ist ein, keine Ahnung, ich kann nichts sehen. Ein Pyjama, ein Schlafanzug. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich drippy, Pyjama, oder? Ich stell mal den Koffer im Hintergrund hin, damit man mehr Platz hat. Eine 10-Cent-CD, was ist das, Mann? Koffer hat einen Geringverdiener gehört. Super für Spieleabende und lange Autofahrten. Das große Familienquiz. 21 Gründe, wieso es nicht falsch ist, seine Cousine zu heiraten. Hä? Mit was? Gast, meine Cousine. Grund Nummer 21. Was? Was ist das? Bitte, was ist das für eine Familienquiz-CD, wirklich? Für eine Familienquiz-CD. Haben wir noch eine Badeente? Ich weiß nicht, wo die schon gewesen ist. Eigentlich will ich es nicht wissen. Oh, 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 oh. Einfach der krasse Boss. Sieht so aus. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Hier sind Sachen drin, die man tatsächlich gebrauchen kann. Und irgendwie stört mich das. Wo ist das Loch? Dann haben wir noch eine Menge Socken von Teddy. Alter, welcher Geringverdiener kauft bei Teddy ein, Mann? Wir haben hier Schuhe. Sportschuhe. Komischerweise passen diese Schuhe mir. Übrigens ist es vollkommen okay, wenn ihr bei Teddy einkauft. Also es ist okay, ein Geringverdiener zu sein. Dann haben wir hier einen Haufen Servietten. Okay. Wer auch immer Servietten mit in den Urlaub nimmt. Übrigens, das Ganze ist komisch. Wer nimmt eine Lichterkette und eine Badeente? Wer nimmt eine Badeente mit in den Urlaub? Kannst du nicht eine Woche ohne deine Badeente leben, Alter? Was ist das, Mann? Eine Michael Kors-Tasche. Da ist leider nichts drin. Ja, wow. Brauch ich nicht, gewundert. Will ich nicht. Geringverdiener. Oha! Ein Manga, oha! Wow, was? Geil. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Manga ist, aber sieht ziemlich cool aus. Wir haben den dritten und den vierten. Boah, wie geil. Vierten Teil. Dann haben wir hier noch Fabian Designerglanz. Strumpfhose, eine Strumpfhose. Oha, ich wollte schon immer mal eine haben. Ist das nur für ein Bein? Man freut sich immer eine Strumpfhose. Für ein Bein? Ah, alles klar. Welcher Mensch holt sich eine Strumpfhose für ein Bein, Mann? Was mache ich hiermit? Das sind doch zwei Beine. Okay, never mind. Das stinkt mehr, als es sollte. Ein Rasierer. Wie das aussieht, Alter. Vielen lieben Dank für die Rasierer. Kann ich tatsächlich gebrauchen. Dann haben wir hier noch ein Handy. Ein 10-Euro-Handy. Ich weiß nicht, was für kriminelle Aktivitäten du gemacht hast. Damit kann ich das Mädel anrufen vom ersten Paket, ohne dass sie meine Nummer liegt. Das ist tatsächlich praktisch. Hast du jemanden angerufen? Oh ja, steckt das Handy ab. Ich habe das Handy zerstochen. Oh, Scheiße. Gott, hat's wirklich mein Bart ist in den letzten Monaten echt lang geworden, oder? Mein Bart ist eine Visualisierung dafür, wie stark meine Depressionen sind. Desto länger mein Bart ist, desto stärker sind meine Depressionen. Also mir geht es gerade scheiße. Vielleicht bringt es dir etwas, wenn ich mein Bart rasiere. Warte mal. Nein, mir geht es immer noch beschissen. Oh, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön aus. Wisst ihr, Leute, es kann natürlich auch sein, dass die Person, die diesen Koffer verloren hat, gerade dieses Video sieht. Aber keine Angst, wenn das so ist und du willst deine Sachen zurückhaben, dann schreib mir einfach auf Instagram und ich werde sie dir ehrlich zurückgeben. Jetzt brennt's! Ich wollte gerade sagen, jetzt, wo sie sieht, wie er mit seinen Sachen umgeht, will ich die auch nicht mehr haben, aber jetzt brennt's einfach! Sehr schönes Schürfe. What the hell? Das ist anscheinend von Jack and Jones. Das ist sogar neu. Das hier ist neu. Ziemlich cool. Dann haben wir noch eine Hose kariert. Würde ich tatsächlich tragen. Ich glaube aber, das ist für Frauen. Alter, was piept denn hier so, Mann? Vielleicht der Rauchmelder? Ja, es was ist der Rauchmelder. Was ist das, Mann? Alter, halt die Schnauze. Ja, gesagt, schmeiß den Rauchmelder einfach drauf. Perfekt. Die passt, weil die sieht echt schön aus. Die würde ich halt wirklich tragen, auch wenn es für Frauen ist, die Hose. Hä, die passt mir mega. Die passt ja ultra gut, Alter. Die ist ultra nice, Mann. Alleine hierfür hat sich der Koffer gelohnt. Schaut etwas nach. Okay. Ja. Oh! Was? Leute, zündet niemals Plastik an, weil das giftig ist. Aber ja. Ich tut das nicht. Mein ganzes Zimmer ist voll mit Rauch. Ach du heilige Scheiße. Warum haben wir keinen Feueralarm, Mann? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Normalerweise sollte jetzt doch irgendwas... verbrannt. Merkst du selber, ne?
Ey, Mann, das tut mir gerade wirklich voll leid, ey. Kann man das noch anziehen? Ja, das kann man auf jeden Fall noch anziehen. Ich könnte es vielleicht noch spenden, aber dann haben wir noch eine kurze Hose. Die sieht nice aus. Die will ich mal probieren. Schon wieder. Warum hat diese Hose nur ein Loch, Mann? Das ist ein Rock. Die war so nur ein Bein gehabt, Alter. Was ist das, Alter? Oh, what the hell? Die ist nur ein Loch in dieser Hose, Mann. Denn, Alter? Einfach ein Rock. Sowas an, Alter. So, das war dann auch schon tatsächlich alles. Oh Mann, aber irgendwie tut mir das gerade voll leid. Also, weißt du was, als Wiedergutmachung bügel ich dir dein Shirt. Das sieht ein bisschen zerknittert aus. Als Wiedergutmachung bügel ich dir das. So, dann bin ich fertig. Ja, jetzt sieht's an. Das war dann auch schon der erste Koffer. Für 110 Euro hat sich das, glaube ich, echt gelohnt. Das war echt richtig nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss jetzt zuerst wieder aufräumen, deswegen sehe ich euch gleich wieder. In wahrscheinlich 3 Tagen. Bis gleich. Ja, ja, es ist kaputt. Es ist einfach kaputt hinten noch. Ja, perfekt. So, das war's mit diesem Video. Jetzt will das auf jeden Fall wieder haben. Koffer drin waren. Und übrigens, macht niemals Feuer in eure Wohnung. Ich habe hier Feuerlöscher und Wasser und alles stehen. Aber warte, eigentlich habe ich hier noch einen zweiten Koffer. Wenn ihr wollt, dass ich den aufmache, lasst gerne ein Abo da. Sonst abonniert diesen Kanal und ich werde am Samstag den 6. November um 18 Uhr werde ich streamen auf Twitch. Da werde ich eine Tasche aufmachen, die ich mir auch ersteigert habe. Und dann sieht man sich. Ja. Das war ja mal wieder mega funny.